Hermann Nitsch lud Altlandeshauptmann Erwin Pröll zum Gespräch ins Nitsch-Museum in Mistelbach ein, wo die zwei über ihre besondere Freundschaft plauderten. Das Nitsch-Museum in Mistelbach wurde 2007 eröffnet und zeigt seit Juli neu Arbeiten des Weinviertler Künstlers in einer Jahresausstellung. Diese aktuellen Arbeiten bestechen durch völlig neue, leuchtende Farbkompositionen, inspiriert von Pfingstrosen und anderen Frühlingsblumen. Unter dem Titel Nitsch trifft lädt Hermann Nitsch Jahr für Jahr bekannte Persönlichkeiten zu einem Gedankenaustausch nach Mistelbach in sein Museum ein. Heuer war Altlandeshauptmann Erwin Pröll, langjähriger Unterstützer und Freund von Hermann Nitsch, zu Gast. Auf der Bühne plauderten die beiden Weggefährten über ihre auf den ersten Blick doch etwas ungewöhnliche Freundschaft. Wie kam es eigentlich zu der Verbindung von Hermann Nitsch und Erwin Pröll? Eigentlich vollkommen unerwartet. Und zwar deswegen, weil es auch untypisch ist. Begonnen hat mein Interesse an Hermann Nitsch zu jenem Zeitpunkt, als er vollen Angriffen ausgesetzt war in der Öffentlichkeit. Und ich habe mir immer Zeit meines politischen Lebens geschworen, es darf nie in dem Land passieren, dass Künstler in ihrem Werk durch die Politik kontrolliert oder überhaupt verhindert werden. Und auf diese Art und Weise ist es zu einem Dialog zwischen uns gekommen. Und je intensiver ich mit ihm im Dialog war, umso intensiver habe ich auch Zugang zum Werk gefunden, weil es die Chance und die Möglichkeit eröffnet hat, auch ein wenig hinter die Kulissen oder besser gesagt hinter die Gedanken des Hermann Nitsch zu kommen. Und auf diese Art und Weise sind wir uns immer näher und näher gekommen. Und dann hat natürlich auch der Wein eine bestimmte Rolle gespielt, weil wir beide dieses Kulturprodukt Wein unglaublich schätzen. Ja, und so sind wir einfach zu Freunden geworden, wofür ich unglaublich dankbar bin. Wir sind Freunde und gelegentlich trinken wir im Weinkeller das eine oder andere Achterl Wein. Unser Verhältnis geht weit über die Politik hinaus, erklärte Nitsch. Erwin Pröll erinnert sich noch gut an den ersten Abend im Weinkeller. Und dann plötzlich sagt er in einer Abendstunde, so jetzt musst du noch mitgehen, Köller. Ich sag dir meine Doppler und was im Doppler drinnen ist, war's und das müsst man auch verkosten. Und ja, dann sind wir, nachdem es, glaube ich, überhaupt keine Sitzgelegenheit da unten gegeben hat, sind wir gestanden. Ich würde sagen, lange gestanden, Gott sei Dank. Und was schätzt Hermann Nitsch an seinem Freund Erwin Pröll? Dass er ein sehr aufgeschlossener, herzlicher Mensch ist und dass er sich sehr für Kunst interessiert. Und dass er auch eben ja, ein sehr sozialer Mensch ist. Wir pflegen unseren Dialog jetzt öfter und ich habe auch den Eindruck, dass ich noch immer etwas dazulernen kann. Dass mein Horizont noch immer wächst. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Hermann Nitsch, so habe ich den Eindruck, immer mehr auch von sich preisgibt.